Am 20. September fand die feierliche Immatrikulation der Hochschule Wismar statt. Rund 1200 frisch eingeschriebene Studierende wurden im Theater der Hansestadt Wismar herzlich willkommen geheißen. Als erstes begrüßte Professor Dr. Ing. Martin Krone in seiner Funktion als Vorsitzender des Senates die neuen Erstsemester. Er ermutigte sie, ihre akademische Ausbildung zu nutzen, um sich einen wachen, kritisch-rationalen Blick zu erarbeiten. Er betonte, dass der Campus in Wismar weltoffen sei und dass für alles die Mithilfe der Studierenden gefordert ist. Ich werde erstmal zum Beispiel klar machen, dass wir im Senat, ich bin ja nur der Vorsitzende, alle studentischen Senatorenplätze nicht besetzt haben. Das heißt, ich werde so darauf dringen, dass also unsere Demokratie, die hier auch gelebt werden muss, nicht von oben fällt, sondern dass wir sie unterstützen, mitmachen, wie auch immer müssen. Ich werde dafür werben, dass wir also zum Beispiel im Studium nicht nur Fachinhalte vermitteln, sondern dass wir ihnen auch so ein bisschen was mit auf den Weg geben, wie, ich sag mal, Denken lernen, kritisches Denken lernen. Anschließend nahm der Rektor der Hochschule Wismar, Professor Dr. Jur Bodo Wiegand-Hoffmeister, mit seinem Willkommensgruß die Neuimmatrikulierten ganz offiziell in den Kreis der Körperschaft der Studierenden auf. Staatliche Hochschulen sind ja, wie es im Landeshochschulgesetz heißt, Körperschaften. Das heißt, es wirken viele verschiedene Gruppen zusammen. Die Gruppe der Hochschullehrenden, die Gruppe der wissenschaftlichen und sonstigen Mitarbeiter und eben die Gruppe der Studierenden. Und der wirklich wichtige und bedeutsame Unterschied zur Schule ist, alle wirken gemeinsam an der Hauptaufgabe mit, Wissen zu generieren, Forschung zu betreiben, wechselseitig zu lernen und zu lehren, um letztlich so Wissenschaft lebendig und erfolgreich zu betreiben. Nach der Zeremonie waren alle vom Rektor und dem Wismarer Bürgermeister zum traditionellen Freibier eingeladen, um den Beginn des studentischen Lebensabschnittes gemeinsam weiterzufeiern und um dann direkt zum Erstirummel auf die Campuswiese wechseln zu können. Thomas Bayer freut sich sehr, Wismars neue Einwohner zu begrüßen. Schön ist das zu erleben. Es sind neue Gesichter, es sind Menschen, die die Stadt mit Leben füllen. Es sind Leute, die hier ihre Ausbildung absolvieren und natürlich Leute auch, von denen wir hoffen, dass zumindest ein Teil dann auch hier in der Stadt bleibt, denn wir brauchen allseits und überall in den Unternehmen, Verwaltung, wo auch immer, natürlich auch entsprechende Arbeitskräfte bzw. Fachkräfte. Die Hochschule Wismar wird gut angenommen, das belegen die Studierendenzahlen. Wir wünschen allen Erstsemestern einen tollen Start ihres neuen Lebensabschnittes.